So, liebe Freunde, jetzt werde ich was zu der Beziehung der Hochzeit 2019 sagen. Und zwar Tom Kaulitz und Heidi Klum. Das funktioniert, sollte funktionieren, kann funktionieren, weil Kundalini-Matching haben die beide 25 von 36 Punkten. Man muss erstmal 17 haben und dann kann man tiefer gehen. Man sieht hier, Heidis Uranus ist auf der Venus von Tom, deswegen hat es dann sofort Song gemacht. Auch gleich hier daneben der Pluto von der Heidi schnörgelt hier auf dem Merkur vom Tom rum. Also da geht es dann schnell zur Essenz, in die Tiefe. Das wird ihm sehr gefallen. Und dann hier sehen wir, der Trigger der Mondknoten, südliche Mondknoten, also Rahu, triggert das Past-Life-Obstacle von Tom. Er hat nämlich öfters mal nicht auf seine innere Stimme gehört in einem wichtigen vorangegangenen Leben. Und jetzt keilt sich der südliche Mondknoten und nördliche Mondknoten in das Past-Life-Karma von Tom rein und hilft ihm, zu sich selbst zu kommen. Also er hat da eine starke intuitive Energie, die von der Heidi zu ihm rüberkommt. So, was ist zu bedenken? Heidi, warum haben ihre Beziehungen bisher nicht geklappt? Sie hat ein Mars-Venus-Quadrat, sagen wir in der westlichen Astrologie. Da geht es dann in der zweiten Phase, immer wenn da auch in dem Himmel Spannungen sind zwischen Mars und Venus, bei der Heidi besonders ab. Und der Geschlechterkampf, also Mars männlich, Venus weiblich, findet da in ihrem Karma statt. Sie handelt manchmal Mars auch gegen ihre Liebe. Und das ist eine knifflige Sache, muss ich sagen. Das führt bei vielen Leuten zur Trennung. Da muss man natürlich eine gewisse Reife besitzen, dass man dann immer wieder einlenkt. Und das Einlenken ist bei der Heidi ein Thema. Und hier haben wir eben eine Sache, da müsste der Astrologe die beiden vorwarnen. Sie haben eine Mars-Mars-Opposition. Und das heißt, das polarisiert. Also da handelt jemand genau 180 Grad entgegengesetzt, wie du das machen würdest. Also das kann dann Diskussionen geben im Alltag, wenn es darum geht, ob man nach links oder nach rechts soll. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Sonnen in Spannung sind. Also die Sonnen sind auch im Quadrat. Das heißt, dass die Lebensvisionen und die Hauptpunkte im Leben verschieden sind. Und da müssen die beiden einfach sehen, wie sie da hinkommen, dass sie auf der einen Seite genug Raum lassen für die Andersartigkeit des anderen. Ein Astrologe grundsätzlich, er guckt sich die zweite und die dritte Phase einer Beziehung an. Er ist nicht so interessiert an der ersten Phase, weil verlieben kann sich jeder. Wichtig ist dann eben zu schauen, was passiert, wenn Romeo und Julia zusammenleben. Romeo schnarcht und Julia vergisst, den Duschvorhang zuzumachen. Das ist eben die große Frage. Wir schauen nicht auf die erste Phase, wir schauen gleich auf die zweite und die dritte Phase. Und da sehe ich natürlich durch die Konstellation, die ich angesprochen habe, Material, wo die beiden herausgefordert sein werden. So, wie sieht die Herausforderung genau aus? Da kann das vedische Horoskop viel drüber sagen. Tom hat Rahu im siebten Feld. Oft sagt man, dass der erste Partner in den Verlust geht. Deswegen in Indien verheiratet man diese Person manchmal mit einer Kuh, damit dann die wirkliche Ehe nicht geschieden wird. Aber lassen wir das mal beiseite. Das alles ist so klar in der vedischen Astrologie, weil hier das siebte Haus fällt in den Wassermann. Der Herrscher davon ist Saturn. Saturn ist im Haus der Romance, im Haus 5. Ist rückläufig, scheint eine Verabredung aus dem vorangegangenen Leben zu sein. Saturn ist eine ältere Partnerin hier für den Mann. Und jetzt erinnern wir uns bitte, hier Saturn und Jupiter sind in einer Opposition. Spätestens wenn 2031 die Jupiterphase anfängt, also in 14 Jahren, da kommen dann die Erweiterungstendenzen von Tom. Da möchte er bestimmt die lange Leine haben, spätestens. Ich meine, 14 Jahre kann man natürlich sagen, okay, ist genug. Bevor ich auf Heidi eingehe, möchte ich hier noch hervorheben, dass wir in den Transiten sehen, dass sich der Tom gerade in seiner Rahu-Saturn-Unterphase befindet, die Ende 2018, also im September, begonnen hat und abgeschlossen ist im August 2021. Und ja, Rahu Saturn, die Schicksalsachse, Saturn als Significator
des siebten Hauses der Partnerschaft. Kann man also auch hier mal wieder im Kreissaal als Astrologe die Aussage machen, dass er zwischen 2018 und 2021 eine ältere Frau heiratet? Und jetzt zur Heidi, da sehen wir erstmal auf die Venus von Heidi, die ist nämlich nur bei 1 Grad zusammen mit dem Merkur. Eine junge Venus, ein junger Mann, den sie heiratet, ja. Dann schau an, auch ihr siebtes Feld fällt in den Wassermann und da haben wir aber den Mars drin. Interessant, nicht wahr? Wir hatten gerade eben gesehen, Mars-Mars-Opposition. So deswegen der Significator für eine lang anhaltende Beziehung ist eben ein Marsmann, mit dem sie sich reiben kann, mit dem sie sich ein bisschen streiten kann. Vielleicht jetzt nicht zu Beginn, aber sobald die Flitterwochen dann vorbei sind und ein paar Monate vergangen sind, kommen die bestimmt ein bisschen auch in diese Marszone hinein. Und das soll aber so sein anscheinend. Noch interessanter ist es dann, wenn wir ins Navamsa-Chart von Heidi sehen, also in das zweite Hälfte des Lebenschart, was eigentlich noch mehr zählt jetzt als das Rasi-Chart, also das Geburtshoroskop. Da sehen wir nämlich dann den Mars in Opposition, eben genau das, was wir haben. Zwischen den beiden eine Mars-Mars-Opposition und hier der Mars in Opposition zu dem siebten Feld. Und dann schauen wir uns die Phasen an. Sie ist am 25. Juli in die Saturn-Merkur-Unterphase gegangen. Merkur, hat eben erwähnt, steht mit der Venus zusammen und weist mit ihrem einen Degree auf einen jungen Mann hin, mit dem sie toll kommuniziert, vor allen Dingen zu Beginn der Beziehung. Viel Kommunikation, Merkur-Venus-Konjunktion bei ihr. So auch diese Aussage, dass sie mal mit einem jungen Mann zusammenkommt, hätte man voraussagen können. Saturn als Herrscher des siebten Feldes heißt übrigens auch oft eine späte Liebe, die dann auch hält. Bloß, wir müssen halt sehen, was dann in 14 Jahren ist, wenn bei Tom die Jupiter-Phase beginnt. Wird es ein bisschen so sein, dass er seinen eigenen Raum braucht. Wünschen wir ihm aber trotzdem das Allerbeste, weil ich habe mir auch Kombin und Composite angeschaut und das sieht sehr gut aus. Ich will das hier aber an dieser Stelle nicht ausdehnen. Die Hauptpunkte habe ich genannt. Und lass uns sehen, was die Zukunft bringt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr diesem Video geschenkt habt. Wenn es euch gefallen hat, sendet ein Like oder kommentiert. Bis zum nächsten Mal, euer Art-Astrologe Leonardo. Ciao. Hinter die Welt, das Ende des